Katholikentag in Regensburg. Unter dem Motto »Mit Christus Brücken bauen« versammelt sich Jung und Alt in der Bischofsstadt. Neben den Diskussionen und Begegnungen geht es vielen auch darum, hier neue Kraft und Anregungen für den Alltag zu finden, Wege zu suchen, wie der Glaube heute in den Gemeinden lebendig gestaltet werden kann. Dazu gehört auch der Umgang mit der Bibel. Wie gelingt es, Menschen wieder neu für biblische Texte zu begeistern? Das ist nicht nur ein Buch, das uns informiert über alte Zeiten, ein Fenster in die Vergangenheit, nicht nur ein ästhetisches Objekt, ein Studienobjekt, sondern es ist ein Weg, wie wir mit Gott in Begegnung kommen können und wie wir mit ihm das Gespräch aufnehmen können. In der Bibelwerkstatt stellt der Steyler Missionar Pater Ralf Huning eine besondere Methode vor, mit biblischen Texten umzugehen, die Lectio Divina. Deswegen lege ich jetzt mal dieses Buch in die Mitte unseres Raumes. Das ist nicht nur das Buch für Experten, nicht nur für studierte Leute, für Priester und Ordensleute. Das ist das Buch des Volkes Gottes. Auch wenn die meisten Teilnehmer dieser Veranstaltung mit der Bibel schon bestens vertraut sind, hier soll es darum gehen, wie man dem Text immer wieder neu begegnen kann. Also im Unterschied zu anderen geistlichen Schriftlesungsmethoden ist diese Methode vor allem in dem Hauptschritt des Begegnens anders. Dass wir sagen, wir haben das methodisch getrennt. Wir begegnen erst dem Text und wollen den Text ganz in seinem eigenen Recht wahrnehmen, zum Recht kommen lassen. Zu sagen, das ist wie ein Fremder, der erstmal stumm ist. Nur wenn wir uns intensiv um den bemühen, Fragen stellen, sagen, erzähl doch mal, ihn versuchen kennenzulernen in seiner fremden Kultur, seiner fremden Redeweise, dann kommt dieser Fremde auch zum Recht und wird nicht einfach von uns in ein Schema reingepresst, wie es uns passt. Und dann erst den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Was möchte ich von mir jetzt erzählen? Was für ein Austausch kann da stattfinden? Was ist Lectio Divina? Das Erste ist, es ist Lectio. Lesen. Lectio Divina ist ein intensives, aufmerksames, wertschätzendes Lesen biblischer Texte. Die Lectio Divina, wie sie Pater Huning vorstellt, richtet sich an jedermann. Man muss kein Experte sein, um sich auf die einzelnen Schritte dieser Methode einzulassen. Vielmehr soll der Leser eine persönliche Beziehung zu der Schrift aufbauen, sodass die Botschaft eine Bedeutung für das eigene Leben gewinnt. Ist ein betendes Lesen. Also gerade in der Lectio Divina kann ich sehr gut sehen, dass es eine Ergänzung verschiedenster Zugänge braucht, um wirklich dem lebendigen Wort zu begegnen. Wenn es nur Lectio ist, also nur Lesen, nur Studium, dann wird das unheimlich trocken. Wenn es nur Meditation ist, kann es auch nur in Fantasiererei kommen. Wenn es nur Gebet ist, kann es sich in Dogmatismus und abgehobener Frömmigkeit entwickeln. Die große Kunst ist, alles zusammenzubringen, von allem etwas sich immer wieder neu bereichern zu lassen. Und jeder darf dann auch seine Form einbringen und merken, ja, nur Studium kann es nicht sein, nur Tanz und Musik wäre auch zu einfach. Vielfache Weisen, wie wir als Menschen auch Kopf und Herz und Leib sind. Also ein ganzheitlicher Zugang. Leute, die halt immer so haben diskutiert dran. Oder? Pater Huning kennt die unterschiedlichen Methoden, wie man Bibel lesen kann. Als promovierter Bibelwissenschaftler ist er mit den wissenschaftlichen Methoden bestens vertraut. Seit dem Jahr 2013 ist er auch Leiter der deutschen Provinz der Steyler Missionare. Die Verbreitung des Evangeliums, die Bibel mit Leben zu füllen und dies mit Menschen zu teilen, ist sein besonderes Anliegen. Mich hat von Anfang an diese Verbindung zwischen Bibel und Leben fasziniert. Meinem Leben würde was fehlen ohne die Bibel. Lectio Divina ist nämlich nicht etwas, was man irgendwann mal einmal macht und dann hat man das getan und da ist das dann auch gut und danach kommt das ganz normale Leben. Sondern Lectio Divina ist eine Einladung, einen neuen Blick auf das Leben, auf die Welt zu bekommen. Die Bibel, das Wort Gottes, spricht den Leser persönlich an. Davon ist Pater Huning überzeugt. Sie soll mit dem eigenen Leben in Beziehung gesetzt werden. Dabei haben die Menschen schon immer unterschiedlichste Wege beschritten, ihre Beziehung zur Heiligen Schrift zum Ausdruck zu bringen. Ja, die ganze Geschichte des Umgangs mit der Bibel zeigt, dass Menschen immer kreativ waren, neue Wege zu finden.
Lange Zeit konnten ja viele Leute gar nicht lesen. Aber biblische Texte spielten eine Rolle in der Kunst, in den Darstellungen, in den Kirchen, im Theater. Ne? Und so ist es bis heute. Ne? Also man muss auch gucken, was ist ein Weg, wo ich besonders ansprechbar bin und den auch ausprobieren. Und deswegen gibt es heute eine ganze Bandbreite biblischer Vermittlungswege. Das reine Lesen liegt nicht jedem. Ist vielleicht ja, der einfachste Weg, den Texten zu begegnen, aber auch über Tanz, über Musik, über Film, über Nacherzählen in literarischen Texten kann ich hin zu dem geführt werden, was das Eigentliche ist. Wer von Ihnen möchte uns jetzt mit der eigenen Stimme ein Wort, das uns ganz nahe kommen möchte, aus der Heiligen Schrift vortragen? Wichtig ist es, die Menschen zu ermutigen, ihre Beziehung zur Schrift zu finden. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Pater Huning als Mitglied eines weltweit tätigen Ordens weiß, dass Christen in Europa auch auf die Erfahrungen und Methoden zurückgreifen dürfen, die außerhalb Europas entwickelt wurden. Ich habe meine Weise des Umgangs mit der Bibel gelernt, vor allem von einem Niederländer, der in Brasilien mit Basisgemeinde arbeitet, Carlos Mesters. Und der hat in seinem ersten Bibelkurs als Ziel angegeben, das Ziel von all dem ist, dass ihr erkennt, mein Leben hat Gott, mit Gott was zu tun und die Bibel hat was mit meinem Leben zu tun. Wenn das erreicht wird, dann reicht's. Wir glauben, dass Jesus Christus durch sein Wort zu uns spricht. Mehr müsste eigentlich gar nicht geschaffen werden, weil das ist gleichsam wie ja, der Grundboden, auf dem alles andere folgt. Den Rest kriegt ihr dann schon von alleine klar. Aber ihr müsst erst mal begreifen, das Buch, obwohl es 2000, 3000 Jahre alte Texte sind, das spricht von mir.